Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Nösse, Kunden, Mitarbeiter und Freunde und Partner, lieber Wolfgang. Wie Sie gehört haben, mein Name ist Jens Wegmann. Ich möchte Sie heute begrüßen mit den Worten des ehemaligen britischen Premierministers Gordon Brown. Der sagt in einer Rede vor Strafgefangenen einer Justizvollzugsanstalt: Schön, dass Sie hier sind. Ich weiß, Sie haben alle mit IT auf sehr professionellem Niveau zu tun. Sie beschäftigen sich mit diesem interessanten und herausfordernden Feld. Daher lautet mein Vortrag heute: Dispersive Chancen des Wandels, 100% Kundenzufriedenheit mit der HDI-LZ-Methode. Das klingt kompliziert, ist es auch, aber wir haben ja Zeit. Bevor wir uns die Methode ganz detailliert anschauen, möchte ich Sie bitten, sich zwei Szenarien vor Ihrem inneren Auge einmal auszumalen. Erstens, ein 5-jähriges Mädchen schleudert seiner Mutter mit den Worten: das schmeckt ein Löffel Spinat ins Gesicht. Zweitens, im römischen Senat spricht Caesar zu den Senatoren, er will das Wort erheben, als die Verschwörer aufspringen, ein nach dem anderen ihren Dolch in Caesars Leib rammen. Als Brutus sich erhebt, spricht Caesar die berühmten Worte: Auch du, mein Sohn Brutus? Nun, was haben diese beiden Situationen mit unterschiedlichem zeitlichen, kulturellen Kontext mit unserem Thema dispersive Chancen des Wandels 100% Kunstfilm mit der HDI-LZ-Methode zu tun? Das würde ich mich auch fragen, wenn ich an Ihrer Stelle wäre. Bin ich aber nicht. Deshalb stelle ich die Frage nicht gleich beantwortet. Also, ein Mädchen im Vorschulalter, diejenigen, die Kinder haben, werden sowas oder Ähnliches sicherlich kennen, und der Mord an einem Imperator. Beides ein impulsiver Ausdruck von erlebter Unzufriedenheit. Beide, sowohl die Mutter des spinatischen Mädchens als auch Caesar, haben den Wandel nicht erkannt, nicht richtig erfüllt. Die haben nicht an die Kunden gedacht. Das Thema lautet Kundenzufriedenheit. Was passiert denn, wenn der Kunde nicht zufrieden ist? Er muss mich ja nicht gleich erdolchen. Nö, peng weg ist er, macht die Konkurrenz reich. Wenn Ihnen, liebe Nösse-Mitarbeiter, nicht der Dolch des Kundenschwundes in die Brust gerammt werden soll, stellen Sie die Kundenzufriedenheit an die erste Stelle Bestrebung. Jawohl. Ups. Schieflage bei Nösse. Moment. Haben wir es doch. So. Wo waren wir? Kundenzufriedenheit. Zufriedene Kunden kommen wieder, unzufriedene nicht. Ist die Kundenzufriedenheit gesichert? Ist auch der Erfolg gesichert? Doch wann ist der Kunde zufrieden? Nösse? Ja, Sie müssen doch wissen, wann der Kunde zufrieden ist. Sind ja alle da. Der Kunde ist zufrieden, wenn ich mache, was er will. Aber was will er? Nösse? Man muss natürlich in den Dialog gehen, das machen Sie ja sehr schön auf der Veranstaltung. Sie fragen jetzt: Schwätzt der da oben nur oder kann er belegen, was er sagt? Ich habe natürlich aussagekräftiges Zahlenmaterial mitgebracht, was der Kunde möchte. So, hier sehen wir sehr schön den Zusammenhang zwischen... wichtig ist doch, meine Damen und Herren, wichtig ist doch, hauptsächlich Server laufen. Digitalisierung. Also ein Veränderungstrend ist ja Digitalisierung. Natürlich ist die IT-Branche per Definition eine digitale Branche. Aber auch da gibt es viele Leute, die sagen: Ach nee, mein Business ist gar nicht so digital. Ich bin eigentlich Berater, da brauche ich den Kontakt zu Menschen. Aber selbst wenn Sie denken, Ihr Business ist irgendwie noch analog, nehmen Sie das, was die Leute bei Google und bei Amazon gut machen, und bringen Sie das in Ihr Business. Ich habe ein Beispiel mitgebracht: Bei uns auf dem Wochenmarkt ist ein Stand. Ne? Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, kauften auch dieses Produkt. Ja, Pay-per-Use gibt es natürlich noch hinterher einen Vortrag zu. Das ist gerade eine aktuelle, ich will nicht sagen Saudi, das läuft betrieben wird, aber wo man denkt, oh, das ist ganz was Neues. Aber nein, Pay-per-Use ist auf der Erde sehr, sehr alt. Also gucken wir mal das älteste Gewerbe der Welt an. Ne? Pay-per-Use. Ja. Ne? Also, ob ich auf die... am Ende zufrieden bin mit dem, was die Zukunft so gebracht hat, hat natürlich total damit zu tun, was ich erwartet habe. Ist klar, ne? Je weniger ich erwarte, desto eher bin ich zufrieden. Zur Erwartungshaltung habe ich ein kleines Experiment mitgebracht. Ein Luftballon. Und aus diesem Luftballon werde ich ein Tier für Sie formen. Ein Tier aus dem Luftballon. Achtung. Schlange. Gut, ein bisschen Schnauze, ein bisschen Ohren. Schon hat er einen Kopf, kriegt einen Hals, zwei Vorderbeine. Schon kann er auch hüpfen, Hinterbeine. Möchten Sie lieber einen Dackel oder einen Pudel? Ruf mal jemand Pudel. Noch ein Dackel, gleich wird es ein Pudel sein. Pudel. Ja, Sie lachen, weil Sie den Wert des wissenschaftlichen Experiments nicht ganz erkannt haben. Zunächst habe ich Ihre Erwartungshaltung steigen lassen. Haben gesagt, aus dem Luftballon mache ich ein Tier. Haben gesagt, mal gucken, was da kommt. Erwartung steigt. Was passiert dann? Blöde Enttäuschung. Schlange.
Daraufhin sinkt die Erwartungshaltung für das, was danach kommt und so waren sie am Ende mit etwas zufrieden, was sie am Anfang gar nicht vom Hocker gehauen hätte. Ich habe gedacht, hier sind so viele gebildete Menschen da, wie kann man Bildung testen? Am besten mit einem Quiz. Und wo es ein Quiz gibt, da gibt es was zu gewinnen. Und wo es was zu gewinnen gibt, da braucht man natürlich eine Gewinnerin. Und da hinten steht sie, unsere Gewinnerin. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind die Gewinnerin. Wenn Sie kurz mit nach vorne kommen, kriegen Sie ganz großen Applaus. Unsere Gewinnerin. So. Einmal hier auf die Bretter, die das Geld bedeuten. Wo wir eine Gewinnerin haben, brauchen wir einen Verlierer. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind der Verlierer. Wenn Sie auch kurz nach vorne kommen. So, die Gewinnerin und der Verlierer. Ich habe einen so einen Quizbeutel mitgebracht. Da sind Fragen drin zum Thema Allgemeinbildung. Ich denke, die Gewinnerin darf anfangen. Greifen Sie rein, Angela, ziehen Sie eine Frage raus. Ich lese die vor. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Was haben wir hier? Geschichte. Kennen Sie aus mit Geschichte? Natürlich. Der Entdecker James Cook machte 3 Weltreisen. Bei einer starb er. Bei welcher? Bei der ersten, bei der zweiten oder bei der dritten? Was meinte? Das ist sehr gut. Sie sehen, es gar nicht schwierig. Die Gewinnerin führt 1-0. Sie können es gleichziehen. Andreas, was haben wir da? Wie heißt die Fluggesellschaft von Papua-Neuguinea? Bupp, die Zeit ist abgelaufen. Schade, schade. Air New Genie wäre es gewesen. Aber sie ist ja auch die Gewinnerin. Sie machen das großartig, Angela. Greifen Sie nochmal rein. Sie führen. Sie können die Führung ausbauen. Was haben wir da? Das ist nicht leicht. Was ist Ihre Glückszahl? 3. Die 3. Fantastisch. Gleiche Frage an Sie. Was ist Ihre Glückszahl? Die 3. Ja, hat sie vorgesagt. Ne? Es gibt natürlich keinen Punkt. Sie kriegen eine eigene Frage. Greifen Sie rein. 2-0, aber noch ist nicht aller Tage Abend. Wie heißt der Bruder von Fidel Castro mit Vornamen? Raul wäre es gewesen. Schade, hätten Sie es gewusst. Natürlich hätten Sie es gewusst. Wer die Frage des anderen weiß, bekommt 2 Punkte. Das heißt 4-0 für die Gewinnerin. Greifen Sie nochmal rein. Was haben wir da? An welchem Fluss liegt Frankfurt am Main? Sehr gut. Sie sehen, es lohnt sich, wenn man in der Schule ein bisschen aufgepasst hat. Greifen Sie nochmal rein. Sie können, machen wir so. Sie greifen 2 Fragen raus. Ja? Einen noch nicht aufmachen. Eine und noch eine. Und jetzt entscheiden Sie. Eine behalten Sie, eine geben Sie weiter, ohne natürlich reinzugucken vorher. Ja, geben Sie rüber. Eine für Sie. Okay, dann, weil Sie denken, hier ist irgendwas nicht mit rechten Dingen. Schauen wir, was haben wir hier? Ein leerer Zettel, wo keine Frage, da keine Antwort, da kein Punkt. Schade. Schauen wir bei Ihnen, was haben wir da? Ein leerer Zettel, ein Joker. 10 Punkte, das heißt 15-0 für die Gewinnerin. Andreas, es hat nicht ganz gereicht. 2. Sieger, trotzdem großer Applaus. Angela, bleiben Sie noch kurz, bitte. Angela hat sich einen Preis verdient. Das wusste ich nicht. Haben Sie einen Fernseher zu Hause? Wahrscheinlich haben Sie einen. Und wenn nicht, dann wollen Sie keinen. Also, es ist schwer, einen Preis zu finden, den jeder brauchen kann. Aber ich wusste, viele kommen hier aus dem Kölner Raum. Habe ich gedacht, ein toller Preis. Ist doch ein Essen für 2 Personen. Herzlichen Glückwunsch. Ein Essen für 2 Personen. Unsere Gewinnerin, Angela. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Experten, ne, wo ich Herrn Nössel schon anspreche. Ich wusste gerade, wusste nicht, oder hier im Unternehmen sind überhaupt viele Experten. Ich wusste gar nicht, ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass Herr Erhard gerade ein Buch geschrieben hat, was im Gabler Verlag erschienen ist. Mit IT-Projekten richtig Kohle scheffeln. Ein Renner für die Branche. Es wird eine Autogrammstunde nachher geben, glaube ich. Herr Nössel fand das super, dass der andere Geschäftsführer auch was, ein Buch geschrieben hat. Ich muss auch was tun, hat an einem Film mitgespielt. Nössel Datentechnik Productions, Proudly Presents, Service Power, Nössel greift an, André Nössel, Brad Pitt und Nicole Kidman, demnächst in den Kinos. Sie fragen schon die ganze Zeit, meine Damen und Herren, was ist die berühmte HDILZ-Methode, die Professor Schmitter und ich in einer 3-jährigen Forschungsphase entwickelt haben? Wie viele geniale Dinge ist sie sehr einfach? Oben steht das, was Sie hier kriegen, also Produkte und Manager Services und all den ganzen anderen Kram. Und steht, wie Sie es machen hier bei Nössel Datentechnik, Sie ackern sich einen Wolf, bieten tollen Service, umsorgen die Kunden wie eine IT-Mutti, da brennt nichts an und so steht HDILZ für Hauptsache die IT läuft zuverlässig. So einfach kann Wissenschaft sein, meine Damen und Herren. Stimmung.